dann machst du dir Gedanken, wie du Geld beschaffst. Und fühlt sich dann natürlich auch echt kacke. Ich fand's wirklich schlimm. Nee, das will keiner hören. Konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendjemanden interessiert. Niemals aufgeben. Und es war wahrscheinlich dann noch ein langer Weg, von damals englisch singend, jetzt zu deutschsprachig, zum Schlager hin. Mhm. Erzähl mir jetzt nicht, du hast schon immer Schlager gehört und die Oma war schuld, also die typische Geschichte, sondern wie kam es dazu? Hat man dich wirklich überzeugen müssen? Warst du davon überzeugt? Bist du vielleicht großer Helene Fischer-Fan? Was gab es für Ambitionen beim Schlager? Es gab tatsächlich diesen einen Moment, wo mein Telefon klingelt und es gab einen Produzenten, mit dem ich immer über die Jahre etwas Kontakt hatte, und der rief mich an und sagte, Mike, hättest du Lust, noch mal was zu machen? Und dann habe ich gesagt, okay. Ach, ohne Überlegung? Also, oder hast du gesagt, Nein. Ich sage, okay, worum geht's? Ja. Und dann sagt er, kennst du Wunderschön? Und diese Nummer von CJ Taylor. Und dann habe ich gesagt, natürlich, klar, wer kennt die nicht? Und was hältst du davon, wenn wir daraus eine Schlagerversion machen? Und ich habe gesagt, klingt schrecklich. wie muss ich mir das vorstellen? Er sagte, okay, gib mir mal 3 Tage Zeit. Ich würde was vorproduzieren, die sogenannte Demo. Natürlich. Also ein Demo ist ein Song, der einfach noch nicht fertig ist, aber wo man sich was drunter vorstellen kann. Das hat er mir vorgespielt bei sich im Studio und ich fand es wirklich schlimm. Ich fand es wirklich schlimm. Nicht, weil ich den Song doof finde, sondern weil ich habe gedacht... Das ist er nicht. Nee, das will keiner hören. Okay. Weil ich habe gesagt, also der Song ist gut und dann habe ich den auch eingesungen und so und fand das auch schön, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendjemanden interessiert. Okay. Und dann haben wir ein Video selbst gedreht und das war alles low budget und haben den Song einfach ins Netz gestellt und auf einmal ging das so unfassbar ab. Damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Und natürlich, und das ist tatsächlich die Geschichte, ich bin tatsächlich mit Schlager groß geworden. Meine Mom ist in der Wirtschaftswunderzeit damals nach Deutschland gekommen, war Vorsitzende von Peter Maffay Fanclub. Nein! Ja, also ich bin wirklich mit Peter Maffay, Roy Black, meine Mama war unendlich verliebt in Roy Black, mit Genghis Khan groß geworden. Und das, ich mag auch tatsächlich diesen wirklich alten Schlager, den ja heute eigentlich nur noch von den jungen Leuten nur noch Ramon abbildet. Ja, ja. Und dieser ganz klassische. Boshaft sagen wir viele Heile Weltschlager und ich finde das toll. Ich auch, weil es ist nun mal so, dass wir etwas für die Menschen tun wollen, damit sie ihre Sorgen und Nöte vergessen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein Erfolgsgeheimnis bei dir, dass man eben gerade aus der Vita heraus feststellt, okay, der Mann weiß, von was er da spricht, von was er erzählt. Ja, wahrscheinlich. Nee, nicht wahrscheinlich, das ist tatsächlich so. Und das ist so schön, dass du eben beim Schlager angekommen bist und wir dich quasi auf der Bühne erleben dürfen. Und ja, du hast noch eine Minute übrigens noch für deine Mona Lisa. Deine ist aber wirklich toll geworden. Es ist fast wie ein Kunstwerk. Mach fertig, also du hast noch ein bisschen Zeit. Nein, du wolltest gerade was sagen. Wir haben wirklich... Was wollte ich? Hast du vergessen? Ja, es passiert halt, ne? Also wenn man mal sich auf die Mona Lisa konzentrieren muss. Nein, aber das ist, ich glaube, dass der Erfolg im Schlager oder in der Musik allgemein dadurch auch gegeben ist, dass du authentisch bist und nicht etwas verkaufst, was die Leute vielleicht überstülpen wollen. Ja, möglich. Ja, ich finde auch, dass der Schlager das verträgt. Mhm. Also ich bin mir ganz sicher, dass es auch eine neue Zeit ist, um ehrlich zu sein. Und du merkst es durch alle Altersgruppen, also ich glaube, eine Sendung wie Karl Moik oder Heinz Schenk zum Blauen Bock, was auch eher Volkstum war, die würde es heute so in der Form nicht mehr geben. Mhm. Also es ist schon sehr viel, mein Hasswort, Authentizität gefragt. Also nur dieses hoffnungslos gute Laune. Ja, grüß dich! Ja, Julian, ich freue mich so. Ja, was ja. Nur gute Laune ist halt auch irgendwie, das nimmt einem ja auch keiner mehr ab. Und das will auch gar keiner sehen.
Nee, das geht ja einem ja auch nicht auch immer nur gut. Und ja, das ist eben das Schöne, dass es Menschen wie dich gibt, die sagen, selbst wenn ich im Rampenlicht stehe, Leute, es gibt Tage, an denen ich auch am Ende bin, war, und aber ich komme wieder raus. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir allen da draußen geben müssen. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Und das ist der Mann, der der lebende Beweis dafür ist.